Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Urban Empire hier in Schulenburg. Wir sehen hier unser Messezentrum, das Exhibition Center, wie es außen dran steht. Wir sehen, die haben hier neue Anschläge bekommen, hier noch so ein paar Anbauten nebendran. Ein paar Stände haben sie bekommen. Wir sind gerade dabei, das Ding noch weiter zu upgraden. Und auch unsere U-Bahnhöfe sehen inzwischen anders aus. Ach so, nein, die sehen nur anders aus, wenn sie mit einer Telefonzelle fusionieren. Dafür sehen wir hier unsere bunten, lustigen Infobildschirme. So quasi Nitwa-Säulenersatz, wenn man so möchte. Da könnte auch eine öffentliche Toilette drin sein, wenn ich mir die Tür hier so anschaue. Ich weiß es nicht. Und dann haben wir hier halt noch die Telefonkästen, die Eulen. Unsere Stadt gedeiht, sie floriert geradezu. Das ist unglaublich, obwohl wir halt immer mehr Zeug ausgeben. So, und wir wollten ein Rechenzentrum bauen. Und da müssen wir mal gucken, ob wir das in Alt-Schulenburg bauen oder in Schwarzfeld. Mal gucken, mal Rechenzentrum. Plus 8 auf persönliches Wachstum und plus 4 auf Sicherheit. Das ist schon gewaltig. Wo ist denn hier die Grenze? Da ist schon die Grenze. Mal sehen, wir müssen in Schwarzfeld bauen. Vielleicht geht dann Schwarzfeld hier. Schwarzfeld geht quasi bis ganz nach oben. Ah, da wäre es eigentlich auch dumm platziert, ne? Obwohl, in Schwarzfeld, da können wir hier so die rechte untere Ecke abdecken mit. Aber wenn wir das hier hinbauen würden irgendwo, passt es hier? Ne, hier passt es nämlich überall nicht, da wo ich es gerne hin hätte. Deswegen bauen wir das vielleicht tatsächlich hier oben in Kirchhain. Wenn ich hier an diese Ecke ran. Ja, da müsste es eigentlich perfekt hinpassen. Das heißt, wir werden Kirchhain noch mal ganz kurz verändern, damit wir dieses Rechenzentrum hier bauen können. Und da machen wir ganz regulär mit den Bezirken weiter. So, Kirchhain. Einmal verändern, bitte. Wir brauchen ein Rechenzentrum. Wir wollen eins. Sagen wir es lieber so rum. So, hier an die Ecke ran, genau. Und das passt nämlich genau neben die Post noch. Krass. Maßarbeit hier quasi. So, da hätte ich das gerne. Wir bestätigen diese Dienstleistung, schlagen den Bezug vor, machen eine Eilabstimmung draus. Ja, und dann geht es hier auch schon richtig weiter. Den Fernhandel, mit dem beschäftigt sich der Stadtrat gerade, ob man den einführen kann. Oh, habt ihr gesehen, dieses Wendemanöver hier, der selbst von den Straßenbahnen, das sieht abenteuerlich aus. Hier haben wir Busse. Ach, hier fährt ein Bus zum Hafen runter, um dann zu verschwinden. Da fährt auch mal ein Auto. Na, sieh mal einer an. Unsere Stadt lebt, sie brummt. Sie entwickelt sich wirklich, wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ich hatte ja so ein bisschen Angst am Ende von Epoche 3. So, die Oberschule wird jetzt richtig gut finanziert, endlich mal. ...41.500 Menschen wohnen hier, wie gesagt, schon in Schulenburg. So, das sollte auch den Radius erhöht haben, auch wenn es gerade nicht angezeigt wurde. Ne, wegen der Radiuserhöhung habe ich das ja eigentlich gemacht. 9% Schüler und Studenten. Das ist gut, wir haben Kapazitäten für 4.500. 3.700 haben wir hier. Die Unterschicht nur noch 5.000 stark. Das sind noch 12%. 41% inzwischen in der Mittelschicht und in der Elite angekommen. Dann gucken wir mal, wie sind die denn beschäftigt? Arbeitslosenquote 17%, 6% bei den Arbeitern. Und hier haben wir immer noch Vollbeschäftigung quasi. Ne? 27 und 19 Jobs fehlen hier. Da brauchst du eine Fabrik, dann sind die wieder ausgelastet. Dann sind die beschäftigt, diese Menschen. Forstschutz, okay. Die Grüne Partei Svarelias will einen alten Wald vor den Toren und von Schulenburg unter Naturschutz stellen. Na klar, die Partei hat viele ihrer Anliegen unterstützt und bittet sie nun, Schirmherr dieser Kampagne zu werden. Wir weigern uns, wir kommen dem Ersuchen natürlich nach. Das gibt physisches Umfeld für die ganze Stadt und die Grünen mögen uns einfach mehr. Sie waren genau die richtige Wahl für diese Kampagne, natürlich als Nummer 1 Umweltschützer hier in Schulenburg. Sie ließen ihre Verbindung spielen und der Wald wurde unter Naturschutz gestellt. Juhu! Ein bisschen Korruption ist das natürlich schon, ne?
Aber hey, hier fehlen zum Beispiel Arbeiter, ne? Geschulte Arbeiter. So, es wächst alles, es wächst wunderbar. Die Uni hat auch ein paar zusätzliche Gebäude bekommen, ne? Wie es aussieht. Ach man, ey, dieses Spiel. Ja, hier noch zwei Wohngebäude, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht sind da auch Experimentiersäle drin. So, wir wollen auf jeden Fall unser Rechenzentrum haben. Da können wir gleich mal gucken, was das Ding in den nächsten Stufen so bringt. So, Upgrade für das Messezentrum nehmen wir auf jeden Fall mit. Kommt auch locker durch. ASN, sichere digitale Dienstleistungen. Diese Verordnung erhöht die Sicherheit und die Betriebskosten der Stadt. So, kommt durch. Sehr schön. Und Sicherheitsmaßnahmen für Big Data. Diese Verordnung verbessert die Sicherheit von kommunalen Einrichtungen, erhöht aber auch ihre Betriebskosten. Das macht nichts. Na, wir haben Unmengen von Geld immer noch. So, plus ein Sicherheit fürs Rechenzentrum allerdings nur. So, dann gucken wir uns doch mal die Dienstleistungsfinanzierung an. Des Rechenzentrums jetzt erstmal. Das ist das Technologiezentrum. Das Museum wird auch voll finanziert. Also unsere Leute haben so viele Möglichkeiten, sich zu bilden einfach. Unglaublich. Wo ist denn unser Rechenzentrum? Können wir das gar nicht? What? Moment mal. Wir haben doch hier ein Rechenzentrum gebaut. Ne, hier drüben. Das müssen wir doch eigentlich auch... Ich lasse mal den Monat rumgehen. So, und dann gehen wir nochmal in den Stadtrat. Und gucken uns jetzt nochmal die Dienstleistungsfinanzierung an. Das Technologiezentrum. Okay, gut. Also das Rechenzentrum gibt es nur in einer Finanzierungsstufe. Dann Vieleck Alt-Schulenburg wollten wir upgraden, ne? Die Infrastruktur nämlich modernisieren in erheblichem Umfang. Also intelligente Bildschirme, intelligentes Stromnetz, schnelles Internet auf jeden Fall. Mobilfunksender bauen wir auch mit rein und... Ne, die Ampeln will ich nicht upgraden, sondern die elektrische Straßenbeleuchtung. Damit hier alle mehr Spaß haben und es schön ist. So, machen wir eine Eilabstimmung draus. In Ordnung. Achso, und dann lasse ich mal ein bisschen Zeit laufen und guck mal nebenbei in die... Ja, da schaltet er direkt wieder auf Pause. So, die Bezirke wollte ich mir mal angucken. Wir haben keine Verkehrsprobleme. Zum Glück, obwohl wir in ganz vielen Bezirken einfach nur Kopfsteinpflaster rumzuliegen haben. Aber wenn da halt nicht so viele langfahren, dann ist das natürlich super für uns. So, den Bezirken geht es super gut. Außer Schwarzfeld, die haben ein ganz minimales Sicherheitsproblem. Weiß ich nicht warum. Wie sieht denn das? Nee, politische Unterstützung gar nicht. Hier aus. Die sind alle zufrieden. 10. Die Studenten sind wieder ein bisschen glücklicher geworden. Die haben jetzt hier immerhin eine 7. Die Unterschicht fühlt sich nicht ganz so sicher. Da weiß ich allerdings nicht, warum, muss ich sagen. So, Lohn im Durchschnitt. Ja, sieht von... die Unterschicht verdient fast so viel wie die Arbeiterklasse. Geiler Scheiß, ne? Die bekommen auch jede Menge Unterstützung auf jeden Fall von uns. Also denen geht's nicht schlecht, den Leuten in Schulenburg. Da niemand will etwas kaufen, das auf Basis der Ausbeutung anderer hergestellt wurde. Ha, das denkt ihr. Ach, seht mal, Wirtschaftsdelegation, ne? Können wir uns auch mal wieder angucken. Wir gehen erstmal in den Forschungsbaum. Sind schon in Epoche 5 fast fertig mit der Forschung. Soziale Netzwerke, Genetik, wie wär's denn mit Genetik? Menschliches Genom, Gesundheit aller Bürger wird verbessert. Sehr schön. So, dann schauen wir uns die Verordnungen natürlich wieder an. Was können wir denn da machen? Stadt des fairen Handels.
Wenn wir fair gehandelte Produkte und Dienstleistungen bevorzugen, wird unsere Stadt ihrer sozialen Verantwortung gerecht. Dazu müssen Waren bei kleineren Produzenten zu fairen Preisen eingekauft werden. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Arbeitsbedingungen dort fair sind, keine Kinder zur Arbeit eingesetzt werden und dass die Produkte umweltfreundlich sind. Das erhöht die Nachfrage in der Industrie sogar interessanterweise. Er kostet uns natürlich ein bisschen mehr, aber das persönliche Wachstum wird gefördert. Er hört sich gut an, ne? Der Trend bei uns in der Gesellschaft im Moment, 45 Jahre später, 45 stimmt gar nicht, ne? 35, ach, sagen wir 38, was soll's. Treffen wir uns in der Mitte. Ist ja genau derselbe, ne? Dass man so ein bisschen auf Bio achtet, ne? Auf fair gehandelte Sachen und so weiter und so fort. Wenn man es sich leisten kann natürlich, ne? Das ist natürlich immer die andere Frage. Das ist ja nicht immer gegeben. Die Stadt sollte ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden. Wenn wir die Prinzipien des fairen Handels übernehmen, ist dies ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Ne? Der öffentliche Sektor kann auf jeden Fall darauf achten. Ne? Dann bekommen halt unsere Angestellten in den Kantinen nur Bio-Nahrung oder fair gehandelte Nahrung zumindest. Und so, was haben wir noch? Entwicklungshilfe. Klar, warum nicht? Das erhöht das persönliche Wachstum für Studenten, die Elite und die Mittelschicht. Erhöht unsere Ausgaben enorm. Spenden an Entwicklungshilfeprojekte in Dritte Weltländern können das Image der Stadt verbessern. Hört sich super an. Der Stadtrat plant, ein eigenes Entwicklungshilfeprogramm für ein Entwicklungsland zu entwickeln und einzuführen. Bitte. Ja, das war's auch schon wieder. So, und gucken wir mal, was wollen die denn von uns? Mit steigendem Bildungsniveau der Bevölkerung wächst auch das Bewusstsein über globale Ungerechtigkeit. Die Fairtrade-Bewegung wächst seit Jahrzehnten stetig und hat inzwischen weltweite Bedeutung erlangt. Wie soll die Stadtverwaltung darauf reagieren? Ja, die Stadt soll eine Fairtrade-Stadt werden, da sind wir schon dabei. Die Stadt soll in die Entwicklungshilfe für Afrika einsteigen, da sind wir auch schon dabei. Wir sollten zuerst um unsere eigenen Probleme uns kümmern tun. Oh! Das war nicht so gut. Das gibt uns natürlich plus Sicherheit für die Senioren. Also da habe ich mal gerade die Rechtspopulisten so ein bisschen unterstützt, ne? Mit diesem Ding. Hat natürlich auch direkt hier Auswirkungen. Ne? Die Jugend, die Studenten sind nicht so richtig begeistert davon. Ich auch nicht. Ja, schade, dass man manchmal die Auswirkungen seiner Antworten so schlecht abschätzen kann einfach. Finde ich nicht gut. Nervt mich ein bisschen. So, was haben wir denn gerade erforscht eigentlich? Die Informationssicherheit kann es sein? Nee, gar nicht. Den fairen Handel haben wir gerade erforscht. Das Rechenzentrum haben wir ja schon längst gebaut. Okay, richtig. Handelsdelegation wollte ich reingucken. Gut, dass ihr das sagt, Leute. Welche diese Partnerstädte, die bleiben halt die ganze Epoche so. Da macht man halt nichts. Aber Wirtschaftsdelegation kann man halt irgendwie alle 2 Jahre oder sowas, glaube ich, eine neue schicken. Und da schauen wir nochmal in unsere Stadtansicht herein, wie es denn eigentlich unserer Wirtschaft so geht. Wo arbeiten denn die meisten Leute, zum Beispiel aus der Mittelschicht? In der Pharmaindustrie, die scheint inzwischen die Filmindustrie überholt zu haben. Eine Videospiele hat eine Durchschnittsstufe von 2,8. Also da haben wir eine kleine, feine Industrie auf jeden Fall. Aber vielleicht wollen wir die nochmal ein bisschen fördern, weiß ich nicht. Wir wollen ja eigentlich hier die Mittelschicht gerade fördern, ne? Dass sie ein bisschen Verkaufstrend. Ja, haben wir gerade nicht. Okay, wie viele Unternehmen haben wir denn so? Ja, die Pharmaindustrie hat inzwischen tatsächlich die Filmindustrie überholt. Also vielleicht machen wir diesmal was für die Pharmaindustrie. Es sind weniger Unternehmen als in der Filmproduktion. Dafür stellen die tatsächlich mehr Mittelschichtsarbeitsplätze bereit. Gut, dann die Pharmaindustrie. Wo können wir denn die Pharmaindustrie hier ein bisschen? In San Francisco, nur in San Francisco. Hier Mobilfunk und so weiter und so fort, könnten wir vielleicht auch ein bisschen boosten. Aber wir nehmen erstmal die, obwohl ich würde eigentlich gerne in so eine andere Region reingehen. Ja, San Francisco hatten wir jetzt schon, Sendai hatten wir schon. Ich guck nochmal. Ich weiß, ich bin unentschlossen. Ich weiß, es nervt. So, wie sieht's denn aus mit unserem Mobilfunksektor? Chemie, Papier, da.
Ach, der ist noch winzig bei uns. Absatz im Durchschnitt. Das ist richtig schlecht. Was hat denn hier einen hohen Absatz vielleicht? Möbel. Nee, Quatsch. Die haben einen schlechten Absatz. Was mache ich denn hier für einen Quatsch? Buchläden. Buchläden? Echt? Okay, wir gucken mal, ob wir irgendwas für Druckerzeugnisse machen können. Hier Zeitungen. Achso, San Francisco waren wir schon. Was gibt's denn in Oxford? Ja, Buchveröffentlichungen, ne, zum Beispiel. Softwareentwicklung haben wir hier. Die Werbebranche. Hier gibt es auch Werbebranche Schuhe. Okay, ach, das sind Schuhe. Okay, gut zu wissen. Papier. Nach Shanghai würde ich ja gerne. Hardware. Oh, Hardwarehersteller ist vielleicht auch ganz cool. Die Elektronikbranche. Unterhaltungselektronik. Ne, das kommt alles später. Eisenbahn. Produktion von Mobilgeräten. Textilien. Textilien. Ja, wir fördern mal unsere Textilien ein bisschen in Shanghai, würde ich sagen. Ne? Shanghai befindet sich im Osten Chinas und gehört sowohl zu den größten Industriezentren Chinas als auch zu den bevölkerungsreichsten Städten der Welt. Im 20. Jahrhundert ist es Shanghai gelungen, die Produktivität hochzuhalten und während der jüngsten Turbulenzen in Ostasien relativ stabil zu bleiben. Ja, Textilien, kein Wunder, ne? Die vom US-Markt zum Beispiel kommen 80% der Textilien fast aus China. Ne, und dann sagt Trump, oh nein, wir müssen aber Dinge nur haben, die in Amerika produziert sind, dann hätten die in Amerika gar nichts mehr. Außer Tomaten aus Kalifornien. Ne? Die meisten Tomaten weltweit kommen aus Kalifornien. So, gucken wir mal. Sie senden die Wirtschaftsdelegation nach Shanghai. Doch der Druck von Nichtregierungsorganisationen, die Menschenrechte und die mangelnden Rechte der Arbeiter in China anzusprechen, ist enorm groß. Das wird mit Sicherheit bei Ihrem Gastgeber nicht gut ankommen. Was tun Sie? Wir vermeiden das Thema. Sie regen bei Ihren Gastgebern an, die Menschenrechte stärker im Blick zu behalten. Sie streifen kurz das Thema der Menschenrechte. Nö, wir regen das schon an, ne? Ein bisschen, dann schauen wir mal. Sie hatten wirklich versucht, so diplomatisch wie möglich vorzugehen. Nicht wirklich. Aber am letzten Tag der Reise erfahren Sie, dass Ihre Gastgeber nicht sehr erpicht darauf waren, geschäftliche Beziehungen einzugehen. Nach Ihrer Rückkehr wird die Delegation dennoch in den Medien hochgelobt. Ihre Bemühungen werden als der Schlüssel zu neuen Geschäftsabschlüssen für lokale Unternehmen angesehen. Also, wir bekommen Effizienzbonus für die Textilindustrie, persönliches Wachstum für die Mittelschicht und für die Jugend auch. Ne? Das hatten wir ja gerade ein bisschen eingeschränkt durch unsere letzte Entscheidung. Gut, wie lange läuft das jetzt? 24 Monate, genau, 2 Jahre. Also 81 können wir da die nächste Delegation schicken. Hier wird fleißig gebaut. In der Industrie wird auch schon wieder gebaut. Wie sieht es denn aus? Haben wir viele tote Unternehmen? Oh, es geht, es sind eigentlich relativ wenige. Ja, dafür, dass wir so viel Industrie wirklich haben. So, wir haben als Schulenburg modernisiert. Sehr schön. Und dann bleibt jetzt noch Schwarzwald übrig. Und dann können wir uns den Industriesektoren zuwenden. Diesen Bezirk bitte verändern. Die Infrastruktur anpassen. So, intelligente Infobildschirme nehmen wir. Das intelligente Netz nehmen wir natürlich. Das schnelle Internet nehmen wir auch. Außerdem natürlich Mobilfunksender und die intelligente Straßenbeleuchtung. Ja, Baby. So, achso. Ja, ich sollte vielleicht auf Bestätigen klicken, damit das hier was wird. So, super schön. Das hätten wir also. 1 Million plus machen wir noch pro Monat. Das ist mehr als genug. Finanzierung der Theater, na, gucken wir mal. Die kommunistische Partei Svarelas beschuldigt sie, kulturelle Fragen zu vernachlässigen. Ein bisschen vielleicht, ja. Sie verlangt, dass der Etat für die Theater von Schulenburg erhöht wird und fordert sie auf, den entsprechenden Auftrag dem Rat vorzulegen. Tu sie es? Ja, und wir unterstützen diesen Antrag, weil Theater cool sind. Soll die Finanzierung kommunaler Einrichtungen geändert werden, führt das stets zu langen Debatten im Rat, so auch dieses Mal. Gucken wir uns mal an. Um wie viel wollen wir es denn erhöhen? +1. +1 nur? Leute, seid doch nicht so geizig. Wenigstens sind alle dafür. Der Rat wird über eine Erhöhung des Etats für die Theater abstimmen. Die kommunistische Partei Svarelas mag sie jetzt etwas mehr.
Ja, super. Es wird eine Abstimmung über die Finanzierungsänderung geben. Okay, gut. Das Wohlwollen ist gestiegen. Ja, das fällt sowieso gleich wieder ab. Und die Bürger werden eher für die Kommunisten stimmen in Zukunft. Ja, das habe ich ja super gemacht. Macht nichts. Die Kommunisten, die, wenn die nicht so konservativ sind, sind die wenigstens links. Es wächst alles wunderschön. Ich warte immer noch so auf die ersten Wolkenkratzer. Ne? Ich gucke hier immer so ein bisschen. Aber wir haben wirklich nur diese hässlichen Bauten, ne, die es bis in die 80er hinein gab, quasi. 60er bis 80er hier. Diese hässlichen Teile. Ne? Die schöne Platte. Was machen wir gerade? Bezirk verändern? Alles klar. Dann können wir mit den Industriebezirken gleich weitermachen. Dankeschön. Stadt des fairen Handels. Diese Verordnung erhöht die Betriebskosten der Stadt und stellt persönliches Wachstum bereit. Bitte gerne. Danke. Es dürfte unser Budget jetzt richtig senken, ne? Zusammen mit der Entwicklungshilfe. Diese Verordnung erhöht das persönliche Wachstum von Studierenden sowie der Mittelschicht. Ja, finde ich in Ordnung. So, gucken wir mal, wie unser Budget im nächsten Monat aussieht, unser Saldo. Da wächst alles. Wie könnte man Plum. Die Menschheit besser oh studieren, als durch das Studium unserer eigenen Betriebsanleitung? Ja, damit ist die Genetik gemeint, natürlich, ganz klar. Das menschliche Genom verbessert die Gesundheit aller Bürger. So, die Pille für den Mann schnappen wir uns als nächstes. Da haben wir hier links alles fertig. Und da haben wir noch soziale Netzwerke, das Internet und Informationskontrolle. Ja. Okay. Gut, dann schauen wir mal, was der Rat... Ne, erstmal... ich das hier verplane. Ups. Schwarzfeld hat jetzt schon die komplett moderne Infrastruktur. Stimmt das? Ist es schon durchgekommen? Ja, tatsächlich. Okay. So, wir sind auf 469.000 abgefallen. Eisvental. Leute, ihr müsst die Stadt jetzt finanziell retten, indem ihr das intelligente Netz hier... 60.000 spart uns das im Monat. 5, 6 Bezirke haben wir hier irgendwie. Das ist nochmal ein Haufen Geld auf jeden Fall. Dafür geben wir halt 1 Million aus. Aber locker wieder rein in einem Jahr schon, ne? Stimmt. In 2 Jahren. Achso, ich sollte hier vielleicht bestätigen auch. Das wäre ganz cool. So, Bezirk vorschlagen. Alles klar. In Ordnung. So, dann gucken wir mal in den Stadtrat, was wir hier für Verordnungen anbringen können. Genveränderungen. Klar, warum nicht? Dank neuester Entwicklung in der Medizinwissenschaft könnten zahlreiche Erbkrankheiten durch Genveränderungen geheilt werden. Ethisch führt dies zu einer schwierigen Situation, da durch allen möglichen Arten von Genmanipulation Tür und Tor geöffnet wird. Posthumanismus, spannendes Thema, finde ich. Persönliches Wachstum für alle, Sicherheit für die Senioren und für die Leute mittleren Alters leicht gesenkt und mehr Spaß durch Genmanipulation. Naja, das ist die richtige Einstellung zum Posthumanismus, ne? Wir schlagen das mal vor, wird durchkommen. Der Stadtrat stellt den Antrag, das Verbot der Manipulation des menschlichen Genoms dann aufzuheben, wenn es um die Heilung von Erbkrankheiten geht. Okay, das ist ganz vernünftig, glaube ich. Zulassung der Genmanipulation von Haustieren. Geil, niemand ist dafür, ne? Wir modifizieren Tiere doch bereits genetisch. Um nichts anderes handelt es sich doch bei planmäßiger Zucht. Das stimmt. Ob wir nun hypoallergene Katzen oder immer kleinere Hunde züchten oder ob wir dafür sorgen, dass Schlangen ihre Giftdrüsen verlieren. Es gibt nur wenige Dinge, die wir nicht bereits geändert haben. Es gibt uns mehr soziales Leben und dafür weniger Sicherheit. Ich guck mal. Ja, das kriegen wir niemals durch. Haustiere sollten nach Wunsch und Auftrag modifiziert werden können. Zugriff auf die eigenen genetischen Informationen. Oh ja, auf jeden Fall. Das kostet uns in der Klinik ein bisschen mehr, gibt uns aber viel mehr Gesundheit, global oder stadtweit. Wenn die Menschen Zugriff auf die Daten zu ihren eigenen Genen erhalten, können sie zum ersten Mal ihren eigenen Fingerabdruck sehen. So etwas hat zwar zurzeit noch keinen praktischen Nutzen, aber es birgt zahllose potenzielle Vorteile im Hinblick auf zukünftige Entwicklung. Ja, dann kann man nämlich selber gucken, ist man denn gefährdet für irgendwelche
für irgendwelche genetischen Defekte, die man dann seinen Nachkommen quasi weitergibt. Ich schlage das mal vor. Der Stadtrat beantragt zusätzliche Gelder, um eine genetische Forschungseinrichtung im Krankenhaus einzurichten zu können, die den Bürgern kostenlosen Zugang zu den eigenen genetischen Informationen ermöglicht. Bitte gerne, danke. Gentechnisch veränderte Pflanzen. Streitthema. Keiner ist dafür. Obwohl gentechnisch veränderte Pflanzen natürlich auf unethische Weise verwendet werden könnten, muss man doch auch über ihre Vorteile nachdenken. Bessere Ernteertrag, schnelleres Wachstum, besserer Widerstand gegen Frost und Schädlinge. Diese erstaunliche neue Technologie ist kosteneffizient und umweltfreundlich und kann außerdem die gesamte Nation sehr effizient ernähren. Ja, Problem ist immer, ne, wenn die einheimischen Arten dann verdrängen diese Pflanzen, da ist es ein Umweltproblem, aber ansonsten ist das eigentlich, ne, ist wieder das Argument. Zucht, ja, aber genetische Veränderung, um das zu beschleunigen, was wir mit Zucht machen können, ist dann wieder irgendwie schlecht. Dem Argument kann ich nicht folgen. Ne? Man muss sich dann aber Gedanken darüber machen, wie beeinflusst das die Umwelt. Ist das wünschenswert? Und wenn man zum Beispiel seine Weizensorten so züchtet, dass sie jetzt gegen Glyphosat einfach unempfindlich sind, dann ist das natürlich scheiße. Aber wenn man die halt so, finde ich, ne, weil da fördert man im Prinzip nur ein Produkt, ne, zur Unkrautvernichtung und so weiter und rottet damit die anderen Arten aus. Wenn man jetzt aber sagt, okay, die sind jetzt halt einfach ein bisschen widerstandsfähiger gegen irgendwelche Umwelteinflüsse, Schädlinge, irgendwas, dann ist das okay, finde ich, ne, kann man machen. Wir werden es nicht durchbekommen, ihr seht es, deswegen lassen wir es einfach. So, das war jenes. Was wollten wir noch gerade machen? Wir waren gerade bei der Genetik, menschliches Genom. Ach so, hier, um das Ding wollten wir uns noch kümmern. Obwohl es die Genetik als solche jetzt schon relativ lange gibt, hat das Humangenom-Projekt uns einen neuen Blick auf uns selbst ermöglicht. Das Ziel des Projekts wurde erreicht und es hat der Genetik neue Bereiche eröffnet. Welche Themen sollte unsere Stadt als nächstes angehen? Ja, der Verkauf von Daten zu Genomen sollten zugelassen werden. Verkauf, ne? Sondern die Kontrolle darüber. Gentechnisch veränderte Pflanzen, das würde ich gerne durchbringen. Oder Forschungsarbeiten im Bereich der Eugenik sollten zugelassen werden. Genveränderung, das bringen wir auch schon durch. Deswegen, ich versuche mal einfach die Pflanzen hier durchzubringen. Es wird der Antrag gestellt, dass auf den Bauernhöfen Svarelas gentechnisch verändertes Saatgut ausgesät werden soll. Wird nicht durchkommen. Oder? Achso, alle Parteien plus 20. Ja gut, dann wird das wahrscheinlich doch durchkommen. Wo haben wir es denn? Ja, Parteien sind dafür. Super. klasse, gut, okay. Damit können wir die Folge beenden, denke ich, Leute. Ne? Für heute war es das also. Haben wir die Bezirk verändern? Ja, okay, gut. Alles in Ordnung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann bald alles durchgeforscht haben werden. Macht's gut und bis dann. Ciao.